die letzten 1 bis 2 Jahre anging, ist einfach unfassbar, was passiert ist in der Zeit. Man kann das gar nicht in Worte fassen, aber du weißt, es lebt noch dieser eine Traum von dieser einen Kampagne in dieser einen Stadt. Ich habe es schon so oft gesagt und ich schwör's dir, ich werde nicht stillstehen, bis wir das endlich gepackt haben. Was geht ab? Wir sind angekommen in L.A., genau genommen jetzt schon in Beverly Hills. Wir sind ungefähr 2 Minuten noch entfernt von unserem Haus. Das sah auf den Fotos so crazy aus, deswegen freue ich mich sehr, das jetzt live zu sehen. Trust the Process 2023 fängt krass an, eine Kampagne. Sehr, sehr viel Bedeutung, die dahinter steckt. Ich freue mich extrem drauf. Wir haben lange darauf gewartet, das endlich in L.A. machen zu können. Jetzt 2023 anfangen, ist es endlich soweit. Freut euch auf ein besonderes Video. Wir haben einiges vor in den nächsten Tagen. Also viel Spaß. Leute, was geht ab? Willkommen in unserem Haus. Willkommen in Beverly Hills. Man muss es auf jeden Fall mal einmal gesehen haben. Es ist ein sehr krasses Gebäude, was wir hier haben. Wir gehen mal einmal ein paar Räume, die wir hier haben, durch. Angefangen hier im Eingangsbereich, gleichzeitig auch Wohnzimmer Nummer 1. Hier vorne natürlich noch der Fußball. Darf natürlich auch nicht fehlen mit den Jungs. Wird hier immer eine Runde geballt, auch mal im Wohnzimmer. Wir bleiben auch noch im Eingangsbereich nach der Küche. Wenn man auf das erste Wohnzimmer keinen Bock hat, dann geht man einfach, ganz klar, ins zweite Wohnzimmer. Man hat hier auf jeden Fall auch noch ein großes Fenster, das ist generell geil in dem Haus, du hast halt überall die hellen Fenster. Deswegen muss man auch Sonnenbrille tragen, weil dich sonst die Sonne die ganze Zeit blendet. Hier waren wir auf jeden Fall schon gut am Essen, da vorne ist noch ein großer Tisch. Hier kann man auf jeden Fall abends noch mal ein bisschen sitzen. Wir müssen uns irgendwie auch noch eine Playstation klären, dann wird es hier auf jeden Fall noch die ein oder andere Runde GTA geben. Heute wird nicht Treppe gelaufen, wir müssen ja immer noch ein bisschen Kräfte sparen. Der Jetlag hat einiges geraubt, wir fahren mit Aufzug. Wenn man nachher sieht, wie weit wir noch hoch müssen, werdet ihr aber merken, dass es sich auf jeden Fall lohnt. Das mit der Tür war, glaube ich, erst ein Ding, bis ich rausgefunden habe, dass das ganze Zimmer halt inklusive Flur, Badezimmer, Schlafzimmer 1 war und ich die Tür zum Flur quasi abschließen konnte. Dann war ich beruhigt. Aussicht hier auf die Skyline in den Hills, schon sehr, sehr heftig. So kann man auf jeden Fall morgens mal aufwachen. Natürlich auch einiges an Outfits mitgebracht nach L.A. und vor allem einiges an Schuhen. Sind natürlich auch viele fürs Shooting gedacht, so viele wie hier drin stehen, kann ich in der Zeit, wo wir hier sind, gar nicht anziehen. Hier auf jeden Fall echt ein paar sehr krasse dabei. Caps, Beanies, einiges an Sonnenbrillen. Ich glaube, ich habe safe ein paar zu viele Sonnenbrillen eingepackt, aber naja, Ketten, Kopfhörer. Und apropos Ketten, wir werden im Laufe des Videos auf jeden Fall noch eine Sache verraten, an der wir jetzt schon seit einiger Zeit arbeiten. Ein sehr, sehr besonderes Projekt, vor allem für mich. Ich freue mich extrem drauf. Deswegen auf jeden Fall vernünftig bis zum Ende gucken. Dann wisst ihr auch genau, worum es geht. Auf jeden Fall eine sehr besondere Aktion, die wir da geplant haben. Ich habe noch das Badezimmer im Kopf mit dieser ewig hohen Dusche, die krass war. Warum wurde am Badezimmer jetzt an der Tür gespart? Weil es hier offensichtlich keine gibt. Aber dafür gibt es eine Dusche, die maximal zu groß ist für eine Person. Das Badezimmer war krank. Die Decke von der Dusche ist höher, da passe ich zweimal rein. Also komplett gestört. Sieht aber sehr, sehr geil aus. Dann neben der Dusche noch eine sehr krasse Badewanne mit einem großen Fenster. Und dann jetzt zum besten Part des Hauses, zum Pool mit dem Ausblick. Ey, was soll man dazu sagen? Ich könnte es hier einziehen. Ich könnte mich in den Pool den ganzen Tag reinlegen, nichts anderes machen. So heftig. Das ist hier der normale Pool. Da vorne ist noch so ein kleiner Whirlpool, was auch nice ist. Dann hier natürlich die Liegen. Und ey, alleine vom Aufbau so, dass du unten die Terrasse hast, hier nochmal extra den Pool, nochmal eine Etage höher. Du bist quasi Topfloor in den Hills. Besser geht's nicht. Der Ausblick sagt alles. Dann sind wir quasi zu der ersten Location in Crenshaw gefahren, die wir so ein bisschen im Auge hatten. Und dann kläffen da auf einmal die Pitbulls los und wir waren froh, dass wir im Auto saßen. Also mir war sehr wichtig, dass die Locations, in denen wir shooten, einfach authentisch sind. Dass es da wirklich, dass es da Leben gibt, dass da das L.A. da stattfindet. Venice Beach jetzt. Location Scouting geht weiter. Die Vibes sind so krass hier. Ich war, glaube ich, in GTA schon 5, 6 Mal hier. Aber das Ganze live zu sehen, ist immer so geil. Deswegen, wir genießen ein bisschen die Vibes, checken jetzt mal den Skatepark hier ab. Wollen da auf jeden Fall auch was shooten. Ist halt L.A. Classic, deswegen musst du auf jeden Fall rein. Ein paar Jungs sind gerade noch was zu essen holen. Wir werden uns hier gleich, denke ich, hinsetzen, ein bisschen was essen. Yeah. I'm smoking exotic, went back with his herb. It's sure to be calling my phone, saying, Jay, you the boss of the whole world.
So, wir fahren zurück in die Villa. Zeiteffektiv, wie man uns kennt, essen wir natürlich im Auto. Auf jeden Fall kurz Pizza-Time und dann geht's gleich weiter. Richtung Sunset Boulevard gefahren, holen uns gleich auf jeden Fall nochmal einen Milchshake, ganz traditionell. Checken das hier nochmal ein bisschen ab. Auf jeden Fall abends auch sehr geiler Vibe. Bei Melz und werden jetzt mal ein paar Milkshakes testen gehen. Mal gucken, ob es schmeckt. Angeblich soll der ein oder andere Rapper hier ein- und ausgehen und sich hier was zu trinken holen. Das heißt, die Voraussetzungen dafür, dass es gut ist, sind gegeben. Wir werden es jetzt mal testen. Für mich kann es nur einen Milkshake geben heute und das ist Espresso, Mann. Sehr krass. Tag 1, Location Scouting war vorbei. Kommen wir zum nächsten Tag. Ab geht's jetzt, Rodeo Drive, kleine Shopping-Tour. Wetter ist wieder eine 10 von 10, also Tag kann beginnen. Alleine was die Autos angeht, ich glaube der Urus, der wurde nur für den Rodeo Drive gebaut. What's up? Yes. How you doing? Nice to meet you. Nice to meet you. Ooh. So the trusted process pendant is solid 14 karat, made with natural stones, vs average diamonds. Ist das Ding dann auch? Das kann ich sehr raushängen. Sehr, sehr happy und wirklich einfach ein Denkmal. Für den ganzen Weg, den wir gegangen sind, mit der Brand, mit allem, alles, was man dafür getan hat, ist irgendwie zusammengefasst in diesem Piece. Deswegen ist es für mich wirklich was sehr, sehr Besonderes und deswegen wollte ich es auch unbedingt hier in Amerika machen und nicht in Deutschland, was ja auch gegangen wäre, aber dann hat es nochmal wirklich die Verbindung, weil City of Dreams, Trust the Process, wir wollten von Anfang an die Kampagne mal hier shooten, das war so lange ein Traum und das jetzt so zu kombinieren, besser geht's nicht, wirklich mehr als glücklich. Mir fehlen auch ein bisschen die Worte, ehrlicherweise. Ich kann es noch nicht ganz glauben. Man muss ein bisschen drauf klarkommen. An der Stelle auch nochmal danke für alle, die uns auf dem Weg hierhin supportet haben. Es ist nicht selbstverständlich, sowas jetzt abholen zu dürfen, sowas erleben zu dürfen. Deswegen vielen, vielen Dank. Okay. Würdest du mich damit nicht sehen, Alter? Meinst du nicht, ich kann so in Deutschland rumlaufen, Alter? Crazy. How much is it? The price? One is together about $1 million. What the fuck do you have on you? Crazy. Perfect, man. See you next time when we're in LA. Thank you for everything. Very special piece. Have a safe trip back home, okay? Thank you. Thank you very much. Bye, guys. Das war Dave's Hot Chicken und ich weiß nicht, was Dave da in der Küche fabriziert, aber das war... Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Sneaker kaufen fürs Shooting morgen. Ich habe nämlich noch ein paar im Kopf, was ich in Deutschland nicht gefunden habe, beziehungsweise auch nicht mehr klären konnte. Deswegen mal gucken, ob wir es jetzt hier finden. Die Auswahl hier ist crazy. Das sagt mir ein Laden in Europa, wo es so viele Sneaker gibt, Alter, die so krass sind. Wie hier ist schon sehr geil. Also der Union ist es geworden, den habe ich auch tatsächlich gesucht. Union LA X Jordan passt natürlich perfekt zu Los Angeles und passt auch gut zur Kollektion. Deswegen wird der jetzt auf jeden Fall mitgenommen, damit wir gut equipped sind fürs Shooting. Mhm.
Heute Abend wird so krass. Ja, das ist auf jeden Fall ready. Ey, das ist One of One Sample. Aber die ist so krass. Der Fit ist heftig, die Farbe auch. Eine Sache vergessen, was wichtig ist. Die Chain. Eigentlich die Rückseite ist... Rückseite ist King. Jetzt geht's los, NBA, Courtside. Wir haben sehr besondere Plätze geholt. Highlight des Jahres vielleicht, aber wir haben gesagt, wir starten 2023 richtig und das ziehen wir auch nach wie vor durch. Wenn man schon mal in LA ist und wenn man schon mal Lakers gucken geht, dann wenigstens richtig. Ich bin so hyped, ist das zweite Mal für mich NBA. Wir werden uns das Spiel jetzt von ganz vorne geben. Ich hoffe natürlich, es wird nice. Wir versuchen alles mit der Kamera reinzukommen. Es kann sein, dass es nicht klappt, dann filmen wir aber mit iPhone 14. Ich habe mir schon passend die Lakers Beanie geholt. Freue mich wie gesagt extrem, Bro. Es wird eine geisteskranke Erfahrung. Also wir gehen rein, mal gucken, was passiert. Let's go. Sehr krasse Experience. Spiel ist auch gut, sehr knapp. Offen natürlich Lakers. Lustige Story: LeBron war wirklich, ich hatte meinen Drink unter meinem Sitz. Und ich wusste, wenn ich den jetzt umkicke, dann kommt der Typ mit dem Wischer und hat erstmal da eine halbe Stunde zu schrubben. Und dann kam LeBron James mit Schuhgröße 56 und hat mir fast meinen Fuß abgetreten. Da hatte ich schon ein bisschen Panik. Alright, wir sind wieder back nach wenig Schlaf, 2-3 Stunden, aber einem sehr, sehr krassen Abend gestern, den man noch ein bisschen verarbeiten muss. Ich bin nach wie vor so happy. Heute ist aber Shooting Day, das heißt volle Konzentration auf die Kampagne, jetzt auf das Shooting. Ich habe auf jeden Fall Bock. Wir sind jetzt in der ersten Location, fangen quasi mit einem kleinen Street-Shooting an und dann mal gucken, wie es heute noch so weitergeht. Sitting in my room recording with my shades on. I moved to LA, niggas copy cause I'm Asia. Y'all independent, cause you fighting me later. Broke niggas walk around with their hand up. I can understand y'all's blasphemy. I'm in the driver's seat, going down. Shooting läuft in vollem Gange. Hier kannst du einfach alles fotografieren. Alles sieht irgendwie geil aus, hat einen Vibe, das Wetter ist geil, wir haben hier die perfekte Location mit den Palmen. Einfach überall Palmen, Bro, ich habe noch nie so viele Palmen gesehen. Ey, ist krass, LA ist wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt. Und die Models sind auch überkorrekt drauf, ist einfach wirklich, LA ist different. If you ever in LA, girl, I got you. I might be with another bitch, but she not you. So baby, come up to the penthouse for the top view. I like no makeup on your face, you lookin' brand new. Das Haus in Crenshaw war dann nachher auch tatsächlich genau das Haus mit den Pitbulls. Wir sind an der zweiten Location. Die Leute hier sind wirklich so überkorrekt. Wir haben gefragt, ob wir hier ein bisschen was machen können. Sie meint, ja, ist easy, kein Problem. Jetzt sind wir hier. Das Haus passt gut, sehr clean. Man hat eine große Einfahrt, passend für unseren Oldtimer, den wir gerade geordert haben. Ja, in die Einfahrt. Jetzt habe ich mir ein bisschen... You gotta take a leap of faith. You don't know what you're smoking, but it sure will make you feel good, right? So that's what we do. In this world, we take a leap of faith and we progress. Nächste Shooting Location nach der Mittagspause angekommen. Wir haben hier einen Rooftop komplett gemietet. Das heißt, wir haben den ganzen Space jetzt für uns alleine, was sehr nice ist. Wir shooten jetzt Downtown LA, wie gesagt, ein paar etwas ältere Gebäude, die hier auf der Seite sind, die ich sehr nice finde, vor allem mit diesen Wassertanks. Ich bin mir sehr sicher, dass es Wassertanks sind. Einer ist auch sogar hier oben. Das heißt, das werden wir gleich auf jeden Fall auch noch benutzen. Da vorne ist er so ein bisschen moderner mit den Hochhäusern. Aber wir bleiben erstmal classy, shooten in die Richtung. Wird nice. Moved out to LA to get my own life, my advancements. I used to think it was hard, but really it just couldn't practice. Bought a new ride, but then it done crashed. Gave me you niggas new music and badges. My money been stretching and lasting. Yeah, yeah. You believing that things are gonna turn out good?
and just not question too much. Just go with the flow and no doubts. And things are just gonna be good. Just trust the process. Big to blame the luck, but niggas is not even trying. I got these hands in my bank account. I'm on the E-way, just doing 100, disregarding all the signs. Yeah, I spoke an exotic, went back with his hurt. They sure to be calling my phone, saying, Jay, you the boss of the whole rolling down. Rooftop jetzt war nochmal übernice, vor allem mit dem Sonnenuntergang. Gucken uns jetzt gerade hier nochmal die Stadt ein bisschen bei Nacht an. LA ist einfach so crazy. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir hier sind. Das ist insane. Es macht mich extrem happy. Shooting-Tag Nummer 1 war auch sehr erfolgreich. Wir haben viel erlebt. Wir haben geile Leute heute getroffen, die am Set waren. Wir haben den Lowrider, oder nicht Lowrider, Oldtimer, den wir da hatten, einfach noch spontan geklärt. So ein Typ, der den einfach vorbeigebracht hat, der meinte, ja klar, könnt ihr mit meiner Karre shooten. Gar kein Problem. Das ist einfach LA, Mann. Also, krasser Tag, geht jetzt zu Ende. Wir haben heute Abend noch eine kleine Surprise. Wir haben eine Köchin bei uns in der Villa. Daniela hat schon auf uns gewartet. Unfassbar gute Köchin, super nette Frau. Hat schon für Drake gekocht, hat für ganz viele Rapper gekocht. Sie meinte, ich soll nicht alle Namen nennen, aber ich glaube, Drake darf man schon mal erwähnen. Next day, nächster Shooting-Tag angekommen. Venice Beach und direkt die Sonnenbrillen vergessen, also besser geht's nicht. Das ist in LA echt nicht so einfach, weil dann heißt es direkt eine Stunde zurückfahren, obwohl es vielleicht, keine Ahnung, 20 Kilometer sind, wenn überhaupt. Naja, aber egal, wir fangen an. Wir haben Glück, Tony kann extrem gut skaten, was wir gestern rausgefunden haben. Deswegen wird es, denke ich, wird's eine ganz nice Location sein hier für ihn vor allem. Work hard and you can do whatever you want, and whatever you put your mind to, you can do it. So just trust the process. I would say trust the process is more about like trusting yourself, you know, knowing that you're doing the right things, you're thinking the right way. I trust the process here that goes into your real life. Final shot, Workshop jetzt. Wir haben den El Camino, der quasi zufällig noch hier stand. Ist krass geworden. Das ist quasi auch das Bild, was nachher, glaube ich, die ganze Kollektion nochmal beschreibt, zusammenfasst. Also, sehr besonneres Foto gerade. Oh, hell yeah! That's badass. Oh, that's fucking badass. Hell yeah. How much offer? Nothing. It's for you. Yeah? Yeah, yeah, sure. Oh, sure, good, man. Thank you. You can take it. It's perfect color match with the cap. Yeah, really? Appreciate you, guys. Yeah, cool. That's for sure. Thank you for having me. Like I said, if you're ever back in town. Oh, yeah, for sure. For sure. Good luck in your next location. Thank you for a lot of good stuff. Sitting in my room recording with my shades on. I moved to LA, niggas copy cause I'm Asian. Y'all independent, petrified, and you laid off. Broke niggas walk around with their hand up. I can understand y'all's blasphemy. Wieder zurückgefahren zum Haus, nochmal für eine kleine
Pause und den Sunset jetzt noch erfolgreich genutzt. Oben am Pool die letzten Fotos gemacht. Was soll ich sagen? Guck's dir selber an. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Shooting like a missile, AMG cook up his swerve. I'm putting grabber in the jet so I can make it worth. I rick up all my gas pedal so I'm ride sturdy. I'm back to back shows in the day, I'm about to make it 30. I got my new bitch in Venice, I'm about to make a pearly. I cougar bitch, I'm finding that she in her late 30s. It's 6 a.m. and I'ma hop up on this flight early. She wanna straighten her hair, but I... Leute, wir müssen noch mal ganz kurz über eine Sache reden. Erinnert ihr euch noch an die Szene hier? Perfect, man. See you next time when we're in LA. Thank you for everything. Very special piece. Have a safe trip back home. Okay? Thank you. Thank you very much. Das war nicht die ganze Wahrheit. Es ist eigentlich ein bisschen anders abgelaufen. But I forgot about something. We have to do. Yeah. Mind that. How come I forgot about this, man? Okay. So, wir haben noch was sehr Besonderes. Und zwar habe nicht nur ich mir eine Kette machen lassen, sondern wir haben insgesamt 3 Ketten machen lassen. Und zwar nochmal 2-mal die gleiche, wie ihr sie gerade schon bei mir gesehen habt. Und was wir mit den Teilen, mit den guten Ketten hier vorhaben, wir werden die verlosen, werden die verschenken. 2 von euch werden genau die gleiche Kette bekommen, wie ich sie mir gerade geholt habe. Damit auch da nochmal die Motivation für die Zukunft klar ist. Trust the process. Da sind sie. 2. Von insgesamt 3 Official Trust the Process Chains. Eine hängt schon hier um meinen Nacken. Die beiden gehen raus an euch. Wie ihr die gewinnen könnt, seht ihr bei uns auf der Instagram-Seite Pegador unten verlinkt. Also abchecken. I might just stretch the truth, but my life ain't no fucking lie. We go to the mall, spending on fast money, fucking fly. I'm up in the club and hit my cup like, are you fucking blind? I stick to the fam, they know who I am, but ain't no fucking lie. And pussy, but stay in your lane, cause over here we gonna murder you. Dropping these singles and tapes, and none of them call me back. I need that 10 of the year, otherwise we gonna have a contract. And I ain't finna drop the new for a white man like an acrobat. And I'm gonna rock in the booth with my phone, man, I'ma spit out some facts. Hey, pass me the wood, I got the only good vibes. Yeah, I'm smoking weed, I'm trying to get high. And yeah, the time is right, it's 30 past midnight. Aber es ist heute dann der letzte Tag in L.A. angebrochen. Alles kommt irgendwann zu einem Ende, auch wenn ich es noch nicht so wirklich wahrhaben will. Wir haben das Kollektionsvorstellungsvideo noch gedreht, auch immer ein besonderes Video. Hatten noch eine gute Zeit auf der Terrasse, nochmal die letzten Sonnenstrahlen genossen. Ich glaube, wenn ich ein Highlight jetzt rauspicken müsste aus der ganzen Zeit, war es NBA, weil das einfach so was ist, was ich glaube ich noch lange erzählen werde. Und das Shooting in der Werkstatt mit Eric, weil das einfach für mich alles so vollständig gemacht hat. Das war das, was wir haben wollten. Das war die Realness, die Trust the Process sein sollte. Ich kann euch nur sagen, glaubt immer an euch. Für uns ist hier mit einem Traum in Erfüllung gegangen, endlich mal eine Kampagne in der City of Dreams in LA shooten zu können. Lasst euch nicht unterkriegen und trust the process.